schön, dass ihr da seid und Dankeschön natürlich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr einen richtig geilen kleinen Snack nicht verpassen wollt, dann bleibt dran. Alles, was wir dafür brauchen, seht ihr hier. So, was haben wir hier alles? Wir haben einmal Rohrzucker, dann ein richtig geiles Gewürz, Ankerkraut, Brathähnchen, dann Bacon, Hähnchenbrust und Zahnstocher. So, als erstes schneiden wir das Hähnchen in, ja, ich sag mal Würfel. 2x2 cm. Ja, muss ungefähr hinkommen. Auf jeden Fall ein geiles Messer. Falls ihr ihn noch nicht bei Amazon geholt habt, ist heute der richtige Zeitpunkt dafür. Versucht sie auf jeden Fall alle gleichmäßig, ungefähr wenigstens, weil im Backofen sollten sie alle gleichmäßig fertig werden, dann wenigstens. Jetzt marinieren wir ihn mit dem schönen Brätelhähnchen-Gewürz. Geil, habe ich geschenkt bekommen zum Geburtstag. Und noch ein bisschen. So, so sollten sie ungefähr aussehen. So, das Hähnchen ist erstmal eingelegt. Kommen wir zum Bacon. Den schneiden wir einmal in der Mitte durch. Jetzt nehmen wir jedes einzelne. Das ist auf jeden Fall ein richtig geiler Snack. Danke an Jörg nochmal für das Rezept. Dann nehmen wir so ein schönes Hähnchenstück, legen das hier so rein, machen den Bacon einmal drum, einmal so. Dann gehen wir zu einem anderen Stück und machen das nochmal so. So, dann nehmen wir die Zahnstocher, stecken die erstmal rein, damit der Bacon keinen Abgang macht. Ihr könnt die Stückchen auch ruhig etwas kleiner schneiden, weil das wären so Fingerfood und wem das zu groß ist, kann sie auch gerne ein bisschen kleiner machen. Dann nehmen wir die guten Stückchen und tunken sie schön in Rohrzucker und aus Backpapier. So, und jetzt kommen die guten Dinger in den Backofen. Freunde, guckt euch das an. Ey, ihr glaubt gar nicht. Warte, sieht man hier so? Leider liegen hier nur noch 4 Stück. Meine Frau ist komplett eskaliert. Mir kam nicht darauf klar, wie heftig die schmecken. Macht das nach, ihr werdet auch nicht darauf klarkommen. Mmh.
Ey, das Hähnchen ist so saftig, dann das Salzige vom Bacon und dann kommt das Süße vom Rohrzucker. Ein Traum. Ohne Spaß. Und gleich mache ich die anderen auch, denke ich. Richtig geil. Also, abonnieren, nachkochen. Ich werde es nicht bereuen.